Moin und herzlich willkommen bei Let's Bats Lego Batman, das Videospiel, Folge 9. Nachdem wir jetzt gerade Killer Croc das Handwerk gelegt haben, geht es jetzt in Zoos Gesellschaft. Das ergibt nur dann Sinn, wenn Zoo eine Person ist. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es Zoo Society ist, dass aber da einfach ein S zu viel in der Übersetzung reingekommen ist. Vermutlich. Aber siehst du, da ist jetzt der... Genau, da ist dieser traurige Smiley. Jetzt weiß ich auch, was du meintest. Genau. Ich habe auch schon eine Vermutung, gegen wen es geht. Wir haben nämlich hier Catwoman gehabt. Wir haben, ja, Pinguin und seine Leute gehabt. Wir haben Killer Croc gehabt. Pinguin wird in Mission 5 der Böse sein. Ich gehe davon aus, dass wir hier jetzt gleich Man-Bat haben. Dann haben wir nämlich alle Tierbösewichte zusammen. Dann haben wir diesen lächerlichen Film Animal Instincts. Oh Gott, der ist so furchtbar. Dr. Kirk Langstrom, auch bekannt als Man-Bat, war ein Experte in Säugetierbiologie. Er wollte durch einen Selbsttest seine Taubheit heilen. Das Serum hat ihn in eine menschengroße Fledermaus verwandelt, was ihn super stark macht und ihm die Fähigkeit zu fliegen verleiht. Auch wenn er optisch genauso aussieht, sollte man ihn aber nicht mit die Fledermaus aus der Cartoon-Superhelden-Serie The Tick verwechseln. Ach so. Kenne ich nicht. Sehr empfehlenswert. Erzähl mich gleich. Das ist gerade so spannend. Sie waren einfach nur im Reptilienhaus. Ernsthaft. Deswegen war das so ein Dschungel. Schrecklich, Sumpf. Was für aggressive Frösche. Zoosgesellschaft. Uch! Das, Hoppla. War so nicht geplant. Kann man schon mal was bauen? Ja, The Tick ist eine Superhelden-Parodie. Was geht denn hier ab mit den Goons gerade? Also es sind ja ein paar viele gerade. Ja, das sind ja ganz einfache. Ja, aber trotzdem. Das ist ja hier wie Rasenmähen. Das Spiel muss ja auch schwieriger werden. Ach so. Und The Tick, der namensgebende Superheld, ist halt... Sieht nicht aus wie eine überriesige... Wie so ein Käfer? Nee. Ja, er hat halt so ein blaues Käferkostüm an. Und... Na, ich will das Ding hier reiten. So. Und ist halt alles in allem ein totaler Vollidiot. So, kann ich jetzt hier was machen? Ah, okay, ich bekomme jetzt Stats dafür. Und es gibt eben noch weitere Superhelden in The City, so heißt die Stadt einfach nur. Ja, und voll kreativ. Unter anderem gibt es da eben die Fledermaus, was halt einfach eine groß geratene Fledermaus ist. Und jetzt bin ich mir gerade nicht so sicher, ob das dann generell im Deutschen abgeändert wurde, dass er dann einen anderen Namen hat, oder ob das in der Filmversion auch im Englischen gemacht wurde, dass er dann eben nicht mehr die Fledermaus heißt, sondern Batmanuel. So. Und dann halt Mexikaner ist. So, hier kriege ich jetzt einen Anzug. Schauen, was für einen. Wahrscheinlich einen Ultraschallanzug. Hörst du das hier? Ist Musik? Stimmt. Könnte ich fast denken, wir wären beim Joker. Ja, so ein bisschen. Ich glaube, da kommen wir noch nicht durch. Mal für mich zu hauen. Du hast mich auch gehauen. Nein. Garantiert nie, niemals nicht. Kommen wir hier irgendwo hoch? Achso, da brauchen wir dann den Magnetanzug. Den finden wir dann vielleicht hier drin. So viel zu dem Thema. So, ah ja, guck mal. Den Magnetanzug. Hier ist wieder so ein Ding, was man mit Gegenständen freischalten kann, die so aufsaugen und so. Mhm. Guck mal, wie viele Stats hier durchfliegen. Ja. Und wie viele Stats man wohl braucht, um überhaupt Superheld zu werden, ja, ne? Wobei, wir sind ja schon irgendwie ganz gut dabei jetzt, ne? Ja, aber schon eine Menge. Kann man was sprengen, aber da kommen wir nicht hoch. Klönk, klönk, klönk. So. Genau, stimmt. Buch. Wolltest du da noch was machen? Ja, oder? Hier, die Fensterscheiben kann man da oben noch zerballern. Ach so. Aber... Auch von hier?
Nee, sie blinken einfach nur. Mhm. Von hier komme ich aber auch nicht ran. So, wo muss ich denn jetzt hoch hier mit meinem... Warte, hier. Um die Ecke. Da. Ach so. Das ist auch eine ganz, ganz komische Musik, die da läuft. Ja. Ach, hier muss ich hoch. Jetzt genau. Ich das erst. Ja, ja, ich verstehe. Dann kannst du da oben rum. Ah, okay. Hast du einen Gleitanzug? Ja. Aber du kommst da nicht hoch. Ich komm da nicht hoch. Mist. Du kannst wahrscheinlich gleich irgendwo Greifhaken oder sowas bauen. Oh Mann, ey. Hoppla. Hier sind keine Krokodile drin. Ja und? Ich wollte dir nur sagen. Hier ist Wasser fallen. Da. Weißt du, wenn da mittendrin nämlich die Kamera mitdreht und man erstmal ja. Völlig... Ich weiß allerdings auch nicht, was ich da weiß auch nicht. Ich komme da nämlich irgendwie, ist da nichts so. Also was übersehen. Da hinten kann man was bauen. Da kommst nur du hoch. Können wir hier links noch weiter? Nee. Da kommen wir nämlich nicht rein. Hier irgendwie was kaputt schießen? Nee. Nee, aber ich weiß jetzt auch nicht. Der Sprung ist nämlich viel zu klein. Also da komme ich so jetzt nicht rüber. Also wenn ich jetzt hier zacka. Nicht. Das wird nichts. Ach, kannst du eventuell da oben die Fenster kaputt hauen und dann im Laden auf die. Ach so. Aufs höhere Geschoss? Ja. Das könnte man auch probieren. Ah. Guck mal an. Und da kannst du jetzt ein. Einen Greifhaken bauen. Guck, sind wir doch nicht zu blöd für das Spiel. Nur geringfügig. Was wir ja ein ums andere Mal beweisen. So, schauen wir mal, kann man hier drin noch irgendwie was Cooles machen? Braucht man, glaube ich, den Sprenganzug für, ne? Ja. Ah, wir werden da rausgezogen dann. Ja, zumindest wenn wir nicht beide gleichzeitig da reingehen. Das war nix. Ein bisschen, ich denke die ganze Zeit, wir sind in Jokers Funland. Passt aber nicht, sind wir nicht. Obwohl es auch irgendwie ähnlich dekoriert ist mit diesen gedrehten... Ja, aber auch die Musik und so. Ja, ja. So, muss ich jetzt hier... Nee, irgendwie? Da kannst du nichts bauen. Nee. Das sind noch so Aufsaugedinge, weiß ich nicht. Ach so, ja, doch. Das kann sein. Aber du kannst dahinter auf jeden Fall jetzt. Hier hinter, genau. Und dann hier... Was baue ich denn jetzt hier wahrscheinlich so? Weiß nicht, ich hab Schoken. Ah, ich baue einen Bulldozer. Kavam! In fort! Nicht du. Achso, Ich das wollte war ja eigentlich klug. Wenden. Du musst hier hin, das, oh ne, das ja, ist ich versuche gerade rauszufinden, wie man rückwärts fährt. Gar nicht. So nicht. So nicht. So steige ich aus. Wie bei Lego City rückwärts fahren? Nee, das habe ich schon probiert. So. So nicht. Dreh einfach. Also ja, das versuche ich ja. Aber ich kann halt nur vorwärts fahren und dann, wie du siehst. Voll klug. Ich gehe mal ein Stück weg, vielleicht kann ich spawnte dann anders. Ah. Ich schieb den einfach mal ein bisschen. Ich bin ja super stark. Auf jeden Fall. Wo willst du denn hin? Hier durch. Ah, ich verstehe. Haha, und ich hab den Bulldozer immer noch. Oh Mann, ey. Ich bin unaufhaltsam. Es ist der Badge Dozer. Kommt nur. Oh nee, ey. Ach ja. Wir sind noch total im Urlaubsmodus, habe ich das Gefühl. Wir sind noch völlig tiefenentspannt. Das stimmt. Also ich bin auf jeden Fall. Irgendwie. Wir haben so wenig zu sagen gerade. Das müssen wir eigentlich. Ja. Eigentlich ändern. So, ich weiß gar nicht. Hier wahrscheinlich den Sprenganzug. Nee, das sieht gar nicht nach einem Anzug aus. Was es so Neues gibt, so viel Neues gibt es gar nicht. Es wurden Fotos jetzt geleakt von dem neuen Batman, der neue Justice League Film. Ich weiß gar nicht, die habe ich glaube ich noch gar nicht gesehen. Nee, es gibt Bilder von Mera. Ach so, aber die gibt es doch glaube ich auch schon länger. Ja, aber das ist so das Neueste. Ansonsten gibt es gerade nicht viel, weil die ganzen die Nachrichten über Zack Snyder beherrschen gerade noch so ja, die News-Medien. Das stimmt. Was ich allerdings gehört habe, ich bin mir jetzt gar nicht also, sicher. Also müssen wir mal kurz für den unerfahrenen Zuschauer hier. Zack Snyder ist der
Ich kann das Wort nie aussprechen. Regisseur. Genau, der Filmemacher. für die, für so wunder, glorreiche, tolle Dinge wie Man of Steel und auch Batman vs. Superman. Und der... Kannst du das Ding hier kaputt fahren? Der sollte eigentlich auch Regie führen oder hat damit ja auch angefangen für den neuen Justice League Film. Hat dann aber jetzt quasi das beendet und hat es abgegeben. Ich weiß aber gerade nicht, wie der heißt. Ich wusste es, ich habe es wieder vergessen. Punktemultiplikator. Oh, also er hat es halt abgegeben, weil, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, seine Frau gestorben ist. Nein. Nicht? Seine Tochter hat Selbstmord begangen. Seine Tochter ist gestorben. Seine Tochter hat, seine 20-jährige Tochter hat, aber auch schon im März, das ist schon eine Weile her, Selbstmord begangen. Und er sagte auch, er wollte es erst trotzdem... Kannst du nicht den armen Löwen hauen? Oh, ich kriege irgendwelche Multiplikatoren. Oh, aber ich sterbe dann! Ja! Ich nehme Schaden, wenn ich den Löwen haue. Ja, der Multiplikator, der gilt hier. Das ist der Kampfmultiplikator. Nein, ich habe da immer so ein mal zwei, mal drei, ja, mal das ist vier, der Kampfmultiplikator. Ja. Aber deswegen... Okay, da kommen wir, glaube ich, nicht hoch. Nee, irgendwie nicht so, ne? Ich weiß es nicht, wie man da hochkommt denn dann. In jedem Fall, ja, seine Tochter hatte Selbstmord begangen und deswegen hat er jetzt die Regie abgegeben, weil er damit irgendwie halt erstmal abschließen möchte. Genau, finde ich, ist völlig legitim, ja, völlig absolut verständlich. Und wenn ich das richtig gesehen habe, hat jetzt aber Joss Whedon sich bereit erklärt. Das kann, ja, Regie genau, also wie gesagt, der Name sagte mir was, ich konnte den aber so spontan jetzt gerade nicht. Und wenn das stimmt, dann feiere ich das hart. Ja. Denn Joss Whedon ist, da kommen wir irgendwie nicht hoch. Ja, da brauchen wir wahrscheinlich wieder so einen akrobatischen Charakter. Joss Whedon hat ansonsten Regie geführt bei so großartigen Dingen wie Buffy im Band der Dämonen, um Gottes Willen. Serenity, beziehungsweise okay, die Serie Firefly, was hat er noch gemacht? The Cabin in the Woods, was ein großartiger Film ist. Also Joss Whedon hat schon einige coole Sachen gemacht. Ich meine, manche Sachen von ihm sind auch ziemlich gefloppt, soweit ich weiß. Irgendwie Dollhouse ist, glaube ich, relativ schnell abgesetzt worden. Aber generell halte ich ziemlich viel von dem, was er so tut. Dr. Horrible Singalong Blog hat er auch gemacht. Das kann wohl sein. Auf jeden Fall ist aber das dahingehend auch fraglich, wie viel das jetzt tatsächlich auf den Film sich noch auswirkt. Ja, ne? Ja. Also das ganze Drehbuch, er sagt ja auch, das Ganze ist alles Zack Snyders Dingsbummens und sowas. Also ich muss sagen, ich halte von ihm als Mensch kann man sowieso nie bewerten, ne? Und mein Beileid, wie gesagt, ist, aber ich halte von ihm als Filmemacher nicht so viel. Ja, also Man of Steel und Co. waren jetzt nicht irgendwie die Überflieger. So gar nicht. Also es ist vor allem, finde ich, eigentlich, wenn man sich die Filme anguckt, es wird ja immer ganz gern rumgeblödelt, dass er viel zu viel hier Special Effects einsetzt. So. Also vor allem hauptsächlich noch eine Explosion und noch eine und noch eine und noch eine. Das ist ja eher Michael Bay. Ja, kriege ich die gerade durcheinander? Ja, das kann sein. Also Michael Bay ist dafür bekannt, dass er alles in die Luft jagt. Okay. Der macht ja jetzt gerade schon wieder Transformers 5000. Ach so, dann habe ich das tatsächlich gerade verwechselt. Aber ich finde, gut, dass er alles in die Luft jagt, aber wenn man sich anguckt, sowohl Batman vs. Superman als auch Man of Steel hätten davon profitiert, wenn die Action, also die Kampfszenen sind immer unendlich lang. Oh, Krokodile. Mich lassen sie in Ruhe. Rüber. Nee, jetzt bin ich drauf. Nee, was machst du denn da? Ich versuche hier rüber zu fliegen. Ah, ich komme da jetzt auch gerade nicht rüber. Also die lassen mich in Ruhe, aber ich komme da nicht rüber. Aber wie gesagt, als Filmemacher halte ich nicht so viel von ihm, muss ich gestehen. Das ist gar nicht so meins. Aber mal schauen. Wie gesagt, wer weiß, was da jetzt noch bei Umme kommt, ne? Und das Problem ist jetzt ja auch, immer wenn sowas passiert, dann kannst du also auch als Nachfolger einfach nichts mehr ändern, ohne dass es dir jeder Kump nimmt. Also, so, er hat jetzt quasi Narrenfreiheit. Eine Schildkröte. Ah, ach, komm, jetzt endlich. Jetzt funktioniert es. Jetzt kann ich nämlich auch die Schildkröte benutzen. Ist das jetzt eine ferngesteuerte Schildkröte? Ich glaube ja. Geil. Wir haben ja selbst eine Schildkröte, deswegen freue ich mich über sowas immer. Die können wir allerdings nicht fernsteuern. Die ist zu doof dafür. Guck mal, jetzt kommt sie an Land. Die ist auch... Das finde ich mal entspannt. Im Gegensatz zu so einem Auto, die immer sehr schnell ist, ist die Schildkröte jetzt auch angenehm langsam. Oh, eine Geiselnahme ist auch noch. Ja, die beende ich gerade. Ja, ich fürchte, das kann die Schildkröte nicht. Was? Da
Dann müssen wir erst, muss ich hier, warte, dann mache ich erst das Tor auf und genau. Dann beendet sie das. Jetzt kannst du die Geiseln aber beenden. Tada! Ja. Das war irgendwie keine richtige Geiselnahme. Irgendwie. Vielleicht muss ich erstmal noch, weil ich jetzt den Schallanzug habe. Ach, du musst ihn erstmal so befreien. Muss ich erstmal noch. Geht nicht. Ah, jetzt, ja, eine Insel, aber. Funktioniert trotzdem noch nicht so. Nee, interessiert ihn wenig. Naja. Egal. Auf dem Papier ist er befreit. Blub. Nee, kriegt mit der Schildkröte die jetzt hier nicht so. Ich dachte, ich könnte hier noch ein bisschen ein paar Stats einsammeln mit der, aber da ist nicht wirklich was. Nee. Wie beende ich das denn hier mit der Schildkröte? Ah, jetzt. So. Mist. Oh ja, ist ja gut, Krokodil. Ist ja gut. Ich hau ja schon ab. Theoretisch. Theoretisch. Also ich schaffe es sogar von so einer blöden Brücke runter. Die ist einfach breit wie nichts, ne? Aber komme ich trotzdem nicht. Ist aber auch rapide anderes Wetter. Ja. Also vom... Wir sind jetzt ins Tropenhaus. Genau. Mit so einem geilen... Mit so einer Flussbad. Also das muss ich sagen, aber die sind schön gemacht hier, die Level. Auf jeden Fall. Also optisch sind... Also schöne... Schön... Und deswegen macht es jetzt erstmal kaputt. Ja. Läuft bei dir. Deswegen schlage ich jetzt diesen Tisch hier kaputt. Wir sind, ja, ich würde sagen, wir sind gleich wahrer Superheld. Da. Ich bin immer wieder froh, dass wir hier zumindest nur eine Sorte von Steinen sammeln müssen. Das haben sie dann ja in so, da müssen Lego wir was sprengen. Hast du drüben einen Sprenganzug? Nee. Ich hatte einen Gleitanzug und einen. Ach so. Einen Diesenanzug. Ich habe einen Technik und drüben, was hatte ich denn noch? War das ein Taucher? Nee, hatte ich auch nicht. Ich hatte nur einen. Danke. Du hast mich gerettet. Aber ich komm, du kommst ja auch nicht weiter. Also es geht nicht. Du kommst da nicht weg. Na gut, dann schauen wir mal, dass wir hier. Warte mal, ich glaube die Krokodile respawnen auch. Deswegen, also hier kommst du auch nicht so. Aber da kommst du auch nicht rüber. Also. Ja, warte mal. Nicht einfach so. Also, wir können halt auf diese... Hey! Nee, eben nicht. Das zumindest aus dem Wasser rausspringen können. Okay, also du hast jetzt auf jeden Fall irgendwas Wichtiges freigeschaltet. Dann ich folge dir mal auffällig. Aha, okay. Wir haben jetzt auf jeden Fall einen Springparcours freigeschaltet. Ein Sprungparcours, weil... Von hier aus... Ja, aber ich krieg dann die blauen Stats, krieg ich nicht. Ja, ich glaube... Wir haben den Lego City Superheld. Ich glaube, wir müssen hier einfach nur raus. Ja. Ah, guck mal, ein paar kriege ich. Also ein paar habe ich schon bekommen. Ja, war es hier noch ein blauer. Da ist noch einer, ja. Vorsicht, Krokodil. Ja. Aber ich bin ein Freund der Krokodile, die behändigen mich. Ach so. Nicht. Ich bin quasi der Krokodilflüsterer. Da kann man auf jeden Fall was Robin-mäßiges bauen. Nee, ein Batman-Anzug ist das. Ein Batman-Anzug, ah, stimmt. Dann ist das jetzt, genau, das ist jetzt der Sprenganzug. Oh, hier können wir auch noch eine Leiter bauen. Kommen wir da hoch. Aber da können wir nichts machen, weil wir nicht super stark sind. Aber Stats einsammeln. Ja, das stimmt. Weil wir müssen noch mehr Charaktere haben. Kommst du schon wieder mit zurück? Ah, guck mal, jetzt bist du raus. Hast du mich nämlich rausgeschmissen, genau. Ah, ist sehr interessant. Da kommen wir bei. Das ist ein sehr widerstandsfähiger Farn. Er widersetzt sich der Gerechtigkeit. Genau. Das ist Captain Farn. Nee, Captain wäre ja eher ein Superheld. Doktor Farn. Immer ein Doktor. Die Doktor sind immer die Bösen. Ja. Professor ist dann meist wieder gut. Achso, das ist ja... Aber Langstrom wäre auch ein Professor. Nee. Das ist Dr. Kirk Langstrom. Dr. Kirk Langstrom? Ja. Aber es ist nicht Professor Chaos? Ja, das stimmt. Ist ja meistens. Doktor... Ich überlege gerade, ob mir ein guter... Dr. Fate ist jetzt zum Beispiel auch ein guter, also...
Strange ja auch. Es war ein anderes Universum, aber Dr. Strange ist da auch. Ja, aber die haben dann wiederum auch wieder Dr. Doom und das ist ja ein Böser. Ach so. Dass er einfach diese riesigen Hebel auf dem Rücken hat. Oh. Das war weniger geheimnisvoll als gedacht. Aber gut gerettet. Der fliegt bestimmt gleich weg. Ja, ja, der hängt sich gleich irgendwo an der Decke und dann müssen wir Dinge tun. Ich weiß nicht. Hoppla, ich hab's in Bomben. Dinge tun ist auch immer super. Wir müssen immer Dinge tun. Ich leg hier mal überall Bomben hin. Oh, der bewirft uns auch mit Bomben. Dann sind das gar nicht deine. Doch, ich hab nämlich aus Versehen Bomben gelegt. Ach so. Ein Trampolin muss man, glaube ich, bauen. Dass das Ding. Nee, ein Trichter? Wo ist? Ja, jetzt haben wir hier noch was. So, das ist aber noch nicht vollständig. Ja, hier müssen wir noch was bauen. Ich bin dabei, ja, das ist ein dritter Hebel. Okay. Ah, wir müssen ein Grammophon. Ein Mega-Grammophon. Das ist auch noch rückwärts. Das hat dann so schlechte Musik gespielt. Jetzt hat er den kaputt gemacht. Ja, also ich glaube, wir haben ihn Schallwellen haben ihn verwirrt. Ja. Jetzt müsst ihr den wieder aufbauen dann einfach. Ah. Vorsicht. Warum? Weil ich versucht habe, hier was zu bauen und ich aber irgendwie so 2 Zentimeter zu weit vorne stand und Batman deswegen stattdessen einfach eine Bombe gelegt hat. Das ist das Problem an diesem Anzug. Er legt gerne mal einfach Bomben irgendwo hin. Das ist so ein geiler Walzer, der da ist. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. So, einmal noch. Guck, schon wieder. Also dann mach du mal die Goons und ich baue. Das ist vielleicht besser. Vorsicht, bleibt da eben weg, ich spring das Ding eben. So. Lenk ihn mal ab, er wirft die Bomben nach dir. Das heißt, wenn du einfach wegläufst, dann. Ja, ich versuche aber gleichzeitig nicht zu weit weg von dir zu laufen, damit wir nicht schon wieder irgendwie rausgeschmissen werden. Da. Hammer. Seine Haare sind doch fancy. Raster. Ist ja gleich in seinen eigenen Flügeln eingewickelt. Ja. Was für ein Schwachsinn. Das gibt zwar überhaupt keinen Sinn. Was für ein Schwachsinn. Oh Mann. Das Spiel ist schon ein bisschen albern. Könnte man irgendwie meinen. Geringfügig. So. Superheld, jawoll. Haben wir überhaupt ein Minikit gesammelt? Nee, gar nichts. Also wir haben eins freigeschaltet, aber wir wissen immer noch nicht, wie wir da oben hätten rankommen sollen. Ja. 75.000, naja. Nicht schlecht. So, Bathülle. Können wir gucken noch, welche Charaktere wir kriegen. Genau. So ein paar Goons schaffen wir auf jeden Fall noch. Das stimmt. Vielleicht kriegen wir auch noch was Cooleres. Ich glaube, von den Bösen können wir noch gar keine freischalten. Wahrscheinlich müssen wir die im freien Spiel dann einmal selbst gespielt haben, bevor wir sie dann kaufen können. Das weiß ich nicht. So. Ich würde sagen, sind Nightwing und Dingsen ein Knutschen, aber... Ja, die hatten ja eine Beziehung. Ja, das stimmt. Also, es gibt so zwei... Achso. Das ist Batgirl. Ist sie das schon mit dem neuen Anzug? Nee, ne? Ich glaube, die New 52 waren auch noch gar nicht draußen, als dieses Spiel produziert wurde. Weil sie da noch diesen grauen, aber sie hat halt keine, die hat nicht diese super furchtbar schlechten gelben Overknees mit einem gelben Fledermauskopf als Knieschoner. Völlig bescheuert. Ja, tatsächlich dieses aktuelle Kostüm, diesen Jumper, Anzug? Wie heißt das? So ein Overall. Ja. Den finde ich persönlich auch am besten, weil er wirklich noch sehr improvisiert aussieht. Ja. Und sehr nach... Naja, nach ich schneide mir ein Kostüm und schließe mich an. Ich was werde ja auch ihr Ursprung ist. Ja.
nicht Batman, kauft mir irgendwie einen fetten Fancy Anzug. Ja. Es ist ja, es gibt, genau, ich wollte sagen, es gibt zwei große Beziehungen in Dick Graysons Leben. Das ist einmal die Beziehung zu Starfire und einmal die zu, Batgirl. Batgirl. Batgirl wurde damals eigentlich nur eingeführt, damit die Beziehung zwischen Batman und Robin nicht ganz so homosexuell wirkt, ne? Nur deswegen hat man damals den Charakter Batgirl erfunden. Richtig furchtbar. Andererseits jetzt auch nicht. Also es ist auch super, ihre Anfänge waren auch super sexistisch tatsächlich. Also, ja, das stimmt. Also es gab dann echt so Momente wie... diesen Hebel, um das Arkham Asylum zu betreten. Haben wir das schon gemacht? Nein, das haben wir noch nicht gemacht. Das können wir nächste Folge... Wollen wir einfach mal... Achso. Sind wir alle gestorben. Ach, guck mal, jetzt sind wir Clayface und... Deswegen. Hacke Computer. Da kannst du nochmal Schurken freischalten. Achso, nee, da... Da kannst du den ganzen... Das ist quasi das Gegenteil. Das ist die da Schurkenbasis. Hacken wir uns. Das ist die Schurkenbasis, die wir hier haben. Ja. Aber guck mal, jetzt sind hier auch... Wird ja auch angezeigt, dass du Nightwing bist da drüben. Hier läuft auch wieder dieser witzige Walzer. Ja. Irgendwo wird sich hier auch geprügelt. Das sind unsere Schläger. Genau. Hier im Bodenkampf. Auf jeden Fall, was ich eigentlich, bevor wir jetzt gerade hier unterbrochen wurden, es war am Anfang, das gibt es dann zum Beispiel so Szenen, so die, ich habe letztens mal so eine Aufzählung gelesen, die 10 schlimmsten sexistischen Momente. Ach, guck mal, in der Comic-Geschichte. Clayface kann zum Beispiel so einen Doppelsprung. Und unter anderem war dann eben auch sowas, so eine Situation wie Batman und Robin sind gefangen worden, aber Batgirl kann sie gerade nicht retten, weil sie hat eine Laufmasche in her Bad Laces, also in ihren Bad-Strumpfhosen. Richtig furchtbar. Also solche Momente so, als ob sie das aufhalten würde. Ich meine, ich bin kein großer Fan von Batgirl an sich, so. Weil ich finde, sie passt als Oracle besser. Also es passt mehr zu ihrer Persönlichkeit. Aber das ist dann schon echt schlimm. Aber da waren auch solche Momente wie Lois Lane spioniert Batman hinterher. Also hat was zur... Ich glaube, hier können wir uns so selbst Anzüge zusammenbauen. Ah, okay. Lustig. Ja, stimmt. Das machen wir ein anderes Mal. Genau. Das machen wir vielleicht einfach mal in einer Sonderfolge. Genau, aber auf jeden Fall, wo war ich denn jetzt? Jetzt hast du mich schon wieder völlig... Ah nein, ich will da nicht drauf. Dass der jetzt automatisch startet, wenn man da irgendwie auf diese Fläche tritt, ne? Das ist anstrengend, ja. Guck mal, ich kann auch so einen... Ah, sehr gut. So einen Wandsprung. Cool, da ist noch so ein blauer Stein auf der gegenüberliegenden Seite der Wand. Oh, ach ja. Da kam ich nicht ran. Und dann gibt es aber auch so Momente, genau, Lois Lane spioniert Superman hinterher, also hat Superman das Recht, sie zu spanken, also ihr den Hintern zu versohlen. Und das wird dann auch gezeigt in diesem Comic. Ganz, ganz furchtbar. Oder, Das mit Superstärke, ouch. Oder Ant-Man, der seine Frau, ich weiß gar nicht warum, aus welchen Gründen, aber tatsächlich so, also wirklich häusliche Gewalt, so sehr verprügelt, dass sie sich quasi schrumpfen muss, um vor ihm zu entkommen. Okay. Also es sind so richtig furchtbare Momente in der Comic-Geschichte. Ja, gut, also das wird aber so ein Moment gewesen sein, wo dann auch klar ist, dass das irgendwie nicht gut ist, was er da macht. Das weiß ich tatsächlich nicht. Also Schurkentrophäenraum. Aha. Ja, du kannst die ganzen Missionen tatsächlich auch dann alle nochmal als Schurke spielen. Genau. Deswegen gibt es ja auch überall diese Riddler-Klappen. Oh, hörst du das Lachen? Ja. Geht hier? Achso, das ist nur eine Leiter ins Nichts. Ja, ich kann mir vorstellen, dass wir das Ding vielleicht freischalten, wenn wir irgendwie alle Fan haben und so. Dann scheint es ja wirklich verschiedene Minikits zu geben. Dann glaube ich tatsächlich, dass diese Superheld-Minikits, die wir da basteln, dass die dann zu Wayne Manor werden. Und wenn wir Super-Schurken-Minikits sammeln, werden die wahrscheinlich zum Arkham Asylum. Das kann wohl sein. Ach, schau mal, guck, da kommst du auch hoch. Ich komme da nicht hoch. Kommst du da hoch? Warum ist denn lilaner? Ja. Wird eine längere Folge heute, Kinders. Also, oh Gott, da kannst du. Das bringt dir aber auch gar nichts, wenn du die Typen alle tot aus zu Christopher nix. Also, komm auch einfach wieder. Ich wollte gerade sagen, dann können wir das auch einfach getrost ignorieren. Schauen wir mal, was hier unten so ist. Hier gehen auf jeden Fall Steine kaputt. Also, hier gehen auf jeden Fall Dinge zu kaputt, auch kaputt zu hauen.
voll witzig. Die hauen sich auch alle untereinander, ja, ne? Das sind ja rivalisierende Banden. Das stimmt. Aber uns lassen sie im Großen und Ganzen in Ruhe. Das stimmt. Ich meine, würde ich auch als so ein Goon, wenn da irgendwie Clayface ankommen würde. Solomon Grundy fehlt mir eigentlich hier noch. Vielleicht kommt er noch. Ach, komm schon. Also so als Schurke. Ich und Leitern in diesem Spiel. Das kenne ich. Ich bin gerade eben an einem Heizungsrohr hängen. Oh, dann kann ich Heizungsrohr auch kaputt machen, ja dann. Ja, ich würde gerade, wen hatten wir noch irgendwie gesehen? Ich weiß gar nicht. Fehlt. Joker fehlt noch. Ich glaube, Bane hatten sie noch. Ja. Scarecrow. Scarecrow. Haben wir schon mal 4, 5. Einen bräuchten wir noch. Ich weiß gar nicht. Oder war Solomon Grundy dabei? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir finden das alles mal raus. Beenden hier diese Folge, ja, weil wir jetzt gerade auch nicht also wirklich... Missionsraum. Ja, okay. Hier können wir dann nochmal... Hier haben wir das Riddlers Rache. Hier haben wir den Pinguin. Aber das finde ich auch schön, dass es dann hier halt der Wagen von Two-Face ist, das U-Boot von Pinguin. Stimmt. Und hier der Helikopter. Der Helikopter des Jokers. Gut, aber erstmal machen wir in der nächsten Folge noch die Hauptstory weiter, indem wir dem Pinguin an den Kragen gehen. Hihihi, Kragen, weißt du, wie Kragenpinguine? Gibt's ja nicht auch so... Kragenpinguine? Es gibt Kragenbären. Stimmt, aber... Es gibt Kaiserpinguine. Aber die haben auch einen Kragen, weil die ja ein Smoking tragen. Mhm. Ich finde das witzig. Das stimmt, das tust du. Das ist einfach kein Humor. Du, der unhumorigste Mensch der Welt. Unhumorigste. Mit diesen literarischen Ergüssen verabschieden wir uns und sehen und hören und schmecken uns in der nächsten Folge. Guck mal hier, swoosh, swoosh, swoosh. Tipp, drop the beat. Flug aufmacht. So, bis zum nächsten Mal. Ich zerstöre es durch Materialverschleiß. Ja, tschüss.